Sei herzlich willkommen für den tanzenden Krieger. Wir kommen in einen Vierfüßerstand, Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Beginne angenehm deine Wirbelsäule zu kreisen. Wechsel Katze, Kuh, Position. Atme aus und ein, wie es für dich angenehm ist. Schiebe dich in eine Hund, der nach unten schaut, Position. Biege und strecke deine Beine, öffne deine rückwärtige Oberschenkelmuskulatur. Atme ein und aus. Werde lang, atme ein und hebe dein rechtes Bein Richtung Himmel. Atme aus, bringe den Fuß zwischen die Hände. Dein linker Fuß 45 Grad ausgedreht. Vorderer Fuß, Fußgelenke und Knie in einer Linie, kommst du in Krieger 1. Öffne deine Brust Richtung Decke. Ausatmen, rechter Arm kommt nach vorne für die Krieger 2 Position. Atme ein und aus, Blick über den Mittelfinger. Atme ein und aus und schiebe deine rechte Hand nach vorne. Mache einen großen Bogen. Die Handfläche zeigt nun nach oben. Komm in den Krieger, der die Sonne anschaut, der Sonnenkrieger, und bringe dann deine linke Hand nach oben. Die rechte Hand gleitet an der Innenseite des vorderen Unterschenkels Richtung Boden und du drückst mit der Elle das Knie nach hinten, sodass sich die Hüfte schön öffnen kann. Fuß und Knie vorne bleiben in einer Linie. Atme ein, komme zurück in die Krieger 2 Position. Hebe nun die Arme über den Kopf. Dreh dich nach vorne, die Hüfte kommt parallel zum Boden und der hintere Fuß zum rechten Fuß. Fließe nun durch eine Vinyasa. Entweder wählst du dir die Variante mit der Liegestütze in den Hund, der nach oben schaut, oder die etwas mildere Variante mit der Kobra. Atme ein und aus und drücke dich zurück in den Hund, der nach unten schaut. Atme einige Atemzüge tief und deine Sitzbeinhöcker schiebst du noch mehr nach oben, deine Hände drücken stark in den Boden. Atme ein, hebe nun deinen linken Fuß Richtung Himmel, werde lang. Hüfte bleibt parallel zur Matte. Setze den Fuß zwischen die Hände. Ziehe den vorderen Fuß und den hinteren Fuß auf der Matte zueinander. Hebe deine Hände über den Kopf für den Krieger 1. Atme ein, öffne deine Brust. Atme aus, linke Hand nach vorne, Krieger 2. Blick über den Mittelfinger. Atme ein und aus. Schiebe nun deine linke Hand nach vorne, drehe die Handfläche nach oben und mache einen weiten Bogen über den Kopf für den Sonnenkrieger. Atme ein und aus, öffne deine Rippenbogen. Kehre zurück, lasse deine linke Hand entlang des Unterschenkels Richtung Boden wandern. Drücke das
Knie nach hinten, strecke dich lang, die rechte Hand und der rechte Fuß, eine weite, kräftige Linie. Atme ein, komm zurück nach oben, Krieger 2 Position, Blick nach vorne über den Mittelfinger gerichtet. Bring deine Arme über den Kopf, dreh die Hüfte nach vorne, hinterer Fuß ebenfalls, Hände zum vorderen Fuß, Fuß kommt zurück für die Brettposition. Lasse dich nach unten sinken. Chaturanga Dandasana. Und der nach oben schaut oder die Cobra-Variante. Atme ein und aus. Schiebe deine Hüfte Richtung Decke für die Downward Facing Dog. Pose. Atme. Ein und aus. Lasse deinen Kreislauf zur Ruhe kommen, indem du deine Knie an den Boden legst, in einer Child Pose nachspürst. Wenn du möchtest, öffnest du deine Knie ein bisschen, damit der Bauch sich ausdehnen kann beim Einatmen. Deine Hände streckst du nach vorne mit den Armen entlang des Körpers. Ist diese Position des Kinns ebenfalls möglich? Wähle die Variante, die für dich angenehm ist, in der du dich entspannen kannst. Atme ein und aus. Wenn du bereit bist, rolle dich dann in deinem eigenen Tempo langsam, Wirbel für Wirbel, zurück in die anfängliche Sitzposition. Nimm wahr, wie sich der tanzende Bewegung auf deinen Körper ausgewirkt hat, wie du dich jetzt anfühlst im Vergleich zum Anfang. Atme ein und aus, lasse deine Schultern entspannt sinken, spüre die Verbindung durch die Sitzbeinhöcker zum Boden. Lasse deine Wurzeln wachsen. Atme ein, nimm die Hände über den Kopf, Handflächen zueinander und zieh sie vors Herz. Ausatmen. Und noch einmal. Öffne deine Arme, Handflächen zueinander, zieh sie vors Herz. Zentriere dich noch ein bisschen mehr. Viel Spaß beim Weiterüben. Danke, dass du dabei warst. Namaste.